Aber ich glaube, wir werden erstmal runtergehen, wo das 2-Energietor ist. Wo waren das? Noch tiefer. Hier war nichts rechts, war? Nein. Sorry, dass ich die Karte mal so oft aufrufe, aber ich muss mich immer so ein bisschen orientieren, ist gar nicht mal immer so leicht. So, it's open. Jetzt müssen wir dem Weg wahrscheinlich folgen. Ich trau mich gar nicht. Ach ja, jetzt haben wir das Wasser ja hier wieder hergestellt. Und dadurch können wir hier überhaupt lang. Au. Mann. Ey, diese blöden Viecher. Aber da oben ist da noch was sehr Gutes. Eine Lebenszelle gefunden. Haha. Die ist lecker. Die nehmen wir doch gerne in Kauf. Und dann speichern wir das Ganze mal. So, und dann haben wir die Möglichkeit, da unten noch was mit 4 Energie zu öffnen. Beziehungsweise... Wir hätten da unten sowieso noch 2 Sachen und da ist noch so eine Nische, die ich auch noch erkunden müsste. Machen wir doch mal, springen wir doch mal hinab in die Mondgrotte. Und er überlebt es einfach. Knack! Beine gebrochen. Okay. Oh, das war dämlich. Ich hau vor den Erfahrungspunkten ab. Okay, dann gucken wir uns doch mal das hier ein bisschen genauer an. Weil das Wasser hat auch hier eine ganze Menge verändert, davon abgesehen, ja. Damit kommt man locker mit Doppelsprung ran. Dann haben wir noch den hier. Gefällt mir sehr gut. Ah. Da kommt man... Okay. Ich habe schon eventuell eine Idee, da müssen wir mal ausgucken, ob das funktioniert. Na! Die Idee war auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Mann! Was ist denn jetzt los? Ich doch gerade eben noch. So, noch kurz mal hier. So, la 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 la. Ah. Nein. Ich will da jetzt hoch. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Vielleicht ist es auch noch gar nicht so gedacht. Ja, 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 ja. Am Arsch, noch eine Lebenszelle. So kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen. Gut, dann haben wir hier das soweit erledigt. Dann werde ich mal rübergehen. Meine Punkte jetzt nicht verschwenden. Wow, ich spiele hier ganz schön mit dem Teufel. Okay, dann werden wir mal das Energietor hier öffnen. Wir erinnern uns. Wir kamen auf der anderen Seite nicht weiter. Also wir brauchen auf jeden Fall dieses Teil, was wir von oben runterschieben müssen. Aber auch das werden wir jetzt hinkriegen. Weil wir sind ja krass. Wir können die übrigens auch mit den eigenen Zeugs abballern. Boahaha. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das hier runter. Und das brauchen wir jetzt hier. Ich glaube, das führt nochmal zu einer Lebenszelle. Wäre auf jeden Fall geil. Okay, das müssen wir auf jeden Fall... Ne, können wir gar nicht. Au. Ach Mann, hier sind ja...
Ey, da sind ja überall so eine scheiß Stacheln. Das gibt's doch gar nicht. Ich hing da gerade voll fest. Hast du gesehen? Okay, dann nochmal da hoch. Ist ja nicht weit, Gott sei Dank. Ich kann auch gerade nicht speichern, weil ich keine Kristalle mehr habe. Die ein bisschen dunkel ist. Ups. Die sterben. Unglaubliche Szenen spielen sich ab. So. Plup. Seven. So, jetzt den Stein nochmal da runter. Wir müssen nämlich den Hebel da oben drücken, damit dieser Strahl aufhört, weil wir brauchen das Ding scheinbar doch noch irgendwie anders. Au. Ist das gemein, ey. Ja. Ori, könntest du mal aufhören, überall reinzuspringen? Wäre ich dir voll dankbar. Vielen Dank. So, jetzt können wir das Objekt hier hinunterschieben. Wofür das... Au! Immer auch gut ist. Ey, wir brauchen dringend diese Zelle. Achso, ja, damit können wir das Ding aufmachen. Sehr schön. Du hast eine Energiezelle gefunden und wir werden noch zusätzlich belohnt mit einer Lebenszelle. Nee, doch nicht. War keine Lebenszelle. Aber egal, speichere ich jetzt hier auf jeden Fall mal. Ah, das hat sich doch gelohnt, der Weg. So. Sächchen, Sächchen. Mal wieder ein bisschen... Na, Ori. Spring doch mal wie ein vernünftiges Vieh. Was auch immer du bist. So. Hier sind wir soweit durch. Sehr schön, jetzt können wir wieder den ganzen Weg nach oben antreten. Läuft. Wie kommen wir denn jetzt am besten... Achso, über diesen Nebenweg, ja, stimmt. Ruhe. Oh, ich lecke. Gefällt mir immer gar nicht. So. Na. Blub. Ui. Ja. Klasse. Bin begeistert. Achso, ne, das ist ja Schwachsinn. So, dann mal hier hinüber. Diese scheiß Stacheln. Überall. So, da haben wir noch ein bisschen Lebensenergie. Nehmen wir. So, mit diesem wunderbaren Weg kommt man noch ganz gut hoch. So, ich bin noch am Überlegen, wie wir dann weitermachen. Ich glaube, wir werden uns... Okay, da kommen wir jetzt noch nicht ran. Danach links über die vier Energietore halt ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen was einsammeln. Oder wir kommen von oben. Ich weiß nicht, ob wir dann da rauskommen. Das gucken wir uns gleich mal an. Auf jeden Fall gibt es noch so viel zu entdecken. Momentan. Aber wir wollen ja so weitestgehend wenigstens an die 100% rankommen irgendwie. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel wir im Ginsobaum vielleicht ausgelassen haben. Weil da sind auch noch so eine Erfahrungsdinger, die ich nicht eingesammelt habe. Aber ich weiß auch nicht jetzt, wie relevant die für die sind, ne? Für die 100%. So, jetzt einfach da hinüber. Damit ohne Wandsprung wäre man hier echt aufgeschmissen, kann das sein? Sehe ich hin. So, jetzt müssen wir da nach links. Au. Und oben unten ist scheißegal. Bye.
Jetzt bist du leichte Beute. Ah, ha, ha, jetzt geht das wieder los. Ah. Mal gucken, wie oft ich jetzt hier sterben werde. Okay, gut. Setz ich hin. Was bist du denn? Ah, wir kommen von oben runter. Ja, cool. Na, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Dann werde ich doch erstmal den Umweg laufen. Was ich mich frage, kommen wir da oben lang? Stimmt. Dann werde ich mal doch den Umweg laufen. Tut mir leid. Ja, komm. Habe ich mir gemerkt. Aber ich will die Lebenszelle gerne haben. Achso. So, hier war nichts mehr, wa? Ich lasse jetzt hier nochmal ganz spontan umgenutzt werde. Wir kommen ja hier am Ende sowieso wieder raus. Man verbindet ja hier alles auch. Das finde ich richtig geil. Oh. Obwohl, ich kann ja hier nochmal. Jawohl. Au. Hier wart nicht. Noch eins höher. Schnauze. So, wir kommen da. Oh, da ist noch was zum Aufbrechen. Ah, nein. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wow. Eigentlich will ich das da aufbrechen. Scheiße. Ja, das klappt nicht so. Das müssen wir hier echt tatsächlich von hier oben machen. Warum springe ich? Ach man, oben. Au. So, mehr ist hier nicht, wa? Ist was geahnt. Ich lebe noch. So, wir wollten. Da kommen wir noch nicht hoch. Genau, hier wollte ich lang. Oh. Thanks. Jetzt gleich auf Tauchkurs. Hey. So, da hinten ist aber auch noch was. Noch immer auf der Jagd nach dem Licht vom Hass geblendet. Aber ich glaube, hier können wir jetzt noch ein paar Sachen machen. Wir haben noch den Baumstumpf. Offen, ne? Spring doch mal. Den hier meine ich. Ach, den brauchen wir auch, um da lang zu können. Alle klar. Jawohl. Dann kümmern wir uns jetzt mal darum, wa? Na, warte mal. Ich wollte jetzt mal... Nee, aber da finden wir auch noch einen Weg rein. Wow. La 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 la. So, was gibt's hier unten? Eine Lebenszelle.
Ist doch eine, oder? Ne, ist ein zusätzlicher Erfahrungspunkt gewesen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder was beibringen. Cool. Ich wollte erstmal das, damit wir da vorankommen. Ah, ist ja geil. Die letzte Fähigkeit und den Strang, den habe ich nämlich nicht gehabt. Die zeigt uns tatsächlich an. Habe ich gerade auf den kleinen Bit gesehen. Wo die ganzen versteckten Sachen sind. So, da oben kommen wir eigentlich auch noch nicht lang. Gucken wir uns mal genauer an. Vielleicht können wir Gegner dafür nutzen. Muss man ja mal so sehen, ne? Ja, hier ist Spinnen. Sehr gut. Erstmal. Au. Spinne. Erstmal machen wir jetzt hier diese Verbindung, gell? Ach! Ja, dafür müssen wir erstmal was aktivieren. Stimmt, dann können wir uns ja doch erstmal hier kurz umgucken. Geil. Hahaha. Ey, das läuft ja gerade richtig gut. Also so kann das jetzt bitte mal weitergehen. So, aber dafür kommen wir jetzt da nicht hoch. So. Na. Das mit den Gegnern ist ziemlich cool. Nochmal ein bisschen Erfahrung. Und da hinten könnten wir mit einer anderen Fähigkeit später noch was einwechseln. Und dann können wir da oben auch weiter. Ja, hier war der versteckt. Nice. Oh Mann, ey, die Folge ist schon fast rum. Das macht auch so eine Laune, das Spiel, glaubt mir. Wenn euch erstmal der Ehrgeiz hier packt, alles zu finden, dann geht das schon gut ab. Oh, ich hoffe, da kommen wir überhaupt auch so einfach weiter, ne? Aber doch. Weil wir haben ja hier, oh, diese netten Stäbe. Schon wieder Leute ab. Ja, ohne Stampfattacke wären wir hier sowieso nicht weitergekommen, auch wenn ich es damals hinbekommen hätte, hier lang. Okay, wir hätten wir sowieso nicht. Da kommen wir nicht drum rum. Ich dachte, da oben ist lang. Stirb! Ah, geil, wieder eine Lebenszelle. Ey, unser Konto wächst hier. Was ist da oben? Wächst hier stetig. Oh. Und die Drecksau hat schon auf uns gewartet. Aber jetzt können wir unseres Weges gehen. Und zwar erstmal mit den ersten vier. Ich glaube, das ist ein Erfahrungspunkt. Aber jetzt bräuchten wir erstmal irgendwoher nochmal Energie, damit wir... Wir brauchen einen Energiepunkt. Woher kriegen wir den jetzt? Haben wir schon alles abgegrast. Das ist jetzt blöde. Wo kriege ich jetzt einen blauen Energiepunkt her? Damit ich das letzte Tor öffnen kann. Hm. Ich würde sagen... Oh, haben wir bekommen. Das Rätsel würde ich gerne noch lösen wollen, insofern wir da rüberkommen natürlich. Sieht nämlich ehrlich gesagt ziemlich schlecht aus. Nee, komm mal. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr speichern kann. Oh Gott. Aber obwohl, wir sind doch... Wo sind wir? Ach, wir sind am Anfang des Spiels angelangt. Da kommen wir nicht hoch. Könnt ihr euch noch erinnern? An diese Stelle? Mit Ori? Hier hat das alles angefangen. Aber ich glaube, wir sind total falsch abgebogen. Wir hätten hier hochgemusst. Oder? Ne, warte mal. Doch, hier oben hätten wir irgendwo hochgemusst. Und dann hier, ja.
Scheiße, wir sind total falsch. Sehr schön. Aber eigentlich bräuchte ich jetzt noch zwei so eine blauen Energieteile, damit ich speichern kann. Ansonsten, was bleibt uns anders übrig? Nichts anderes übrig. Hier hoch kommen wir auch noch nicht. Also hier gibt es noch jede Menge Geheimnisse, wie ihr seht. Ich habe schon mal eine halbe wieder. Wow. Ah, perfekt. Dann machen wir hier Schluss. Okay, Freunde, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei. Achso, wir können ja noch die Talente. Ups. Das wollte ich gar nicht. Wir holen uns jetzt noch... Und was haben wir denn hier? Fähigkeitsmarkierung lässt Fähigkeitszellen auf der Karte anzeigen. Ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal noch eine... den Ultrastoß. Und dann speichern wir das. Okay, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.